begrüßen Sie bitte Horst Seehofer. Willkommen, mein Landesvater. Ja, jetzt gibt's erstmal ein wenig Bowle. Ich meine, Sie sind mit 4 Leibwächtern gekommen. Heute hätte es einen Vorkoster gebraucht. Aber so schlimm ist es gar nicht. Ich hab's ja hier von dem Mann im roten Hemd. Sie waren schon dran, gell? Ich war schon dran. Und? War's in Ordnung? War in Ordnung. Kein Durchfall? Herr Seehofer? Herr Seehofer, es ist mir eine große Ehre und Freude. Herzlich willkommen in der lausigen Sendung. Danke, dass Sie da sind. Muss man das trinken? Nein, müssen Sie nicht. Ja. Ist gar nicht schlecht. Oh. Ja, so schmeckt die Zukunft, genau. Herr Seehofer, also wir haben ja verschiedene Anläufe gebraucht und ich möchte betonen, dass da keine Missverständnisse aufkommen. Der Herr Ministerpräsident spricht heute mit mir kostenlos. Ja. Alles umsonst. Ne? Und Sie sind ja der erste CSU-Chef, der nicht käuflich ist, und zwar zumindest im CSU-Merchandising-Shop. Da gab es den Edmund Stoiber als Bab-Figur, Originalgröße. Dann Günter Beckstein, haben es auch investiert, war schlecht angelegtes Geld. Und Sie nicht, wollten Sie das nicht oder haben die gesagt, wir warten erst mal, wie lange der bleibt? Es waren lange Bedenken, dass ich das erste Jahr durchstehe. Ja. Und man investiert nur, wenn es auf Dauer gut ist. Ja. Aber jetzt überlegen wir. Aber jetzt habe ich das Gefühl, Sie könnten mal so eine 5000er Auflage wagen. Naja. Ja, aber wissen Sie, ich habe was ganz anderes gefunden. Nicht bei der CSU, aber das kann man auch kaufen. Schauen Sie mal her. Kennen Sie das? Ohne mich läuft nichts, steht hier. Das entdeckt er gleich. Wir haben das gemacht. Ja, das habe ich besorgt. Das kann man im Internet, kann man das kaufen. Aha. Ja. Kann man das kaufen, ja? Das gehört mir jetzt. Wollen Sie das behalten? Ja. Ja. Ja, gut. Ich wollte es eigentlich der Frau Wagenknecht schenken nachher. Ja. Jetzt müssen wir dringend was besprechen. Sie haben wirklich mein aufrichtiges Mitgefühl, alle Politiker mit guten Absichten, weil es heißt ja immer, Primat der Politik wird wiederhergestellt und man hat doch den Eindruck, dass die Politik enorm dieser Finanzmacht hinterherläuft und dass das manchmal richtig deprimierend ist und jetzt wird zwar was gemacht und morgen wird was beschlossen, aber deprimiert Sie das manchmal, diese Macht, die dann wieder in anderer Hand liegt und nicht in der demokratisch gewählten Macht? Ja. Und wie gehen Sie damit um? Ja, ich bin jetzt in einer therapeutischen Sitzung bei Ihnen. Ja. So wie ich umsonst komme, behandeln Sie mich umsonst. Ja. Aber ich fürchte fast, das ist ein aussichtsloser Fall. Ja? Also, ja, nein, nicht Sie persönlich, aber die Sache, die Macht. Ja. Schauen Sie, ich versuche mich dann immer Darf man in da so. Auch was trinken? Ja, bitte, ja. Sie können auch Nachschlag haben, Sie können auch was mitnehmen, in Sie hineinzuversetzen. Ich habe jetzt für die Sendung sehr viel gelesen, weil ich gedacht habe, ich will jetzt mal nichts glauben, sondern ich möchte es wissen. Und dann versuche ich zu wissen und dann entdecke ich, für jedes meiner Vorurteile gibt es irgendeinen Professor, der es bestätigt. Ja. Also am Ende muss ich wieder entscheiden, wem von den Vögeln soll ich glauben? Und Ihnen geht es ja eigentlich auch nicht besser, Sie können ja auch nicht alles wissen. Wie entscheiden Sie denn, wem Sie was glauben? Ich versuche nach dem logischen Menschenverstand zu entscheiden, denn es ist so, wie Sie sagen. Diejenigen, die entscheiden, sind nicht gewählt. Mhm. Und diejenigen, die gewählt werden, haben nichts zu entscheiden. Ja, das ist ja komplett deprimierend. Ja,
Ja, was machen Sie dann? Fühlen Sie sich dann als Politiker nur noch so als dekoratives Element, oder? Nein. Sie müssen einfach die verschiedenen Informationen aufnehmen und dann so entscheiden, wie Sie es für richtig halten. Und im Regelfall passt's. Haben wir global eine Chance gegen die Finanzmacht, wenn wir schon im Eichenland, sagen wir mal, die Pharma-Lobby überhaupt nicht in den Griff kriegen? Wir haben dann eine Macht, wenn das, was immer verkündet wird, auch getan wird. Ich bin ja seit vielen Monaten, und deshalb haben Sie mich wahrscheinlich auch als den bekanntesten Sozialdemokraten Bayerns vorgestellt. Deutschlands. Deutschlands, ja. Nein, ich bin entschieden dafür, dass man diese Finanzbranche jetzt heranzieht mit einer festen Steuer und damit die das mitzahlen, was sie angerichtet haben. Das ist meine Überzeugung. Intervenieren die schon bei Ihnen? Nein. Nee? Nein, wirklich nicht. Kommt gar nichts. Also sie müssen mir glauben. Dann wissen die praktisch. Auch wenn es Ihnen schwerfällt. Nein, ich glaube Ihnen das, dass die bei Ihnen nicht intervenieren, weil die wissen, dann sind Sie vielleicht gar nicht so gefährlich, ne? Ja, nee, ich meine, hören Sie, ich meine das jetzt gar nicht. Ich sehe ja diese guten Absichten überall, diese Verzweiflung, auch Lissabon-Vertrag, dann ist man da wieder gefangen. Aber es ist so deprimierend kompliziert. Und Sie haben ja selber sich schon mal sehr deutlich über die Pharma-Lobby geäußert und gesagt, ohne die geht gar nichts in Deutschland, kann man vergessen. Letzte Sendung hatte ich einen Gast da, der gesagt hat, geradezu mafiöse Strukturen. Und da frage ich mich nur, wie geht jemand damit um? Sie spüren ja dauernd die Erwartungshaltung der Menschen. Und ja, Sie sagen mir jetzt, Sie können auch eigentlich gar nicht so viel machen. Ja, doch, da hat jetzt der Gesundheitsminister Rösler schon recht. Er senkt durch Gesetz die Preise um 10%. Das bringt über 1 Milliarde. Das ist schon mal ein richtiger Schritt. Mhm. Und genauso müssen wir jetzt bei den Banken und bei denen, die alle Viertelstunden spekulieren und damit ganze Währungen destabilisieren, durch eine Finanzmarktsteuer heranziehen. Ja. Ich glaube nicht, dass wir der Bevölkerung erklären können, dass wir dort sparen, bei den normalen Leuten, bei den Sparkassen, bei den Genossenschaftsbanken, die für die Krise gar nichts können, und dass die großen Finanzbranchen dann in der Welt sich mit großen Gewinnen bedienen. Und deshalb muss diese Branche kräftig besteuert werden. Ja, da haben Sie erst mal kämpfen müssen, auch bei der Frau Bundeskanzlerin. Sie wird ja von allen auch jetzt gerade sehr kritisiert, erst recht von den Ministerpräsidenten. Und wenn Sie anrufen, dann bricht bei der auch nicht die gute Laune aus. Ne? Ach, in dieser Woche war es eigentlich immer gut. Ja? Wieso? Wir haben schon andere Wochen gehabt. Haben Sie nicht telefoniert, oder was? Wir haben, das war gut. Ja, ne? Wir haben diese Woche nicht über die Kopfpauschale gesprochen. Mhm. Deshalb waren die Telefonate gut. Ah, ja. Ja, das ist das Nächste. Überlebt der Rösler das überhaupt? Das hängt davon ab. Wovon? Ob er nachgibt. Wissen Sie, was mir bei Ihnen wirklich gefällt, wenn Sie was sagen, da schwingt immer so eine gewisse Ironie mit, als ob Sie es gar nicht so ernst nehmen. Jetzt erste Frage, habe ich recht? Und zweite Frage, weil ich sowieso recht habe. Kommt es vielleicht, wenn man mal so schwer krank war wie Sie, dass man mehr Abstand kriegt zu den Dingen? Ja. Ja, ne? Doch. Wenn Sie mal... Entschuldigung. Wenn Sie mal in der Intensivstation liegen mit einer Herzleistung von 7%, wie es bei mir passiert ist durch ein Virus, und den Arzt fragen, packe ich das, und kriegen keine Antwort, dann wird vieles ganz, ganz klein. Ja. Und seitdem, das war 2002, ich habe mir damals, ich war ja fast ein Jahr in ärztlicher Behandlung und in Krankenhaus und Rehabilitation, bis das Herz sich wieder normalisiert hatte. Und da fassen Sie viele Vorsätze. Ja. Und ich im Großen und Ganzen halte ich die bis heute ein. So leicht lasse ich mich nicht ärgern. Und ein bisschen Freude und Humor möchte ich auch während des Tages. Ja. Und wenn es nicht mehr reicht, dann gehe ich zu Pelzig. Ja. Ja, oder? Oder Sie rufen einfach mal in Berlin an und nerven die Kanzlerin ein wenig. Ne? Ja, das hat mit Therapie nichts zu tun. Nee. Das ist harte Arbeit. Gell? Wie finden Sie denn den Regierungsstil von unserer Kanzlerin? Prächtig. Prächtig? Ja. Ja, ho, ho, ho. Ne? Ja, gut. Was soll er sagen?
jetzt müssen wir schon mal bei die Kirche beim Dorf.